Wir machen Kidsrettung vor der ersten Mahd. Der erste Schnitt für die Landwirte steht eben an. Und wir haben einen Kopter, der ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Und da fliegen wir dann die Fläche in bestimmter Höhe, in bestimmter Geschwindigkeit ab und suchen die Wärmequellen der Kitze oder die Körpertemperatur und hoffen so, welche zu finden, die zu sichern und eben vor dem Meto zu retten. Ja, hauptsächlich, weil ich unheimlich naturverbunden bin und ich finde, Landwirte und Jäger müssen auch viel zusammenspielen und das ist einfach ein tolles Projekt. Ich finde das total sinnvoll, das zu machen und das ist meine... Ich mache das schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Das macht einfach auch Freude, das hier zu erleben mit der Natur und draußen mit dem Wild und dieses Team hier auch. Meine Aufgabe ist es, die Drohne vorher zu programmieren und dann entsprechend die Felder abzufliegen und zu begutachten, ob da irgendwo ein Kitzfund ist. Und wenn da ein Kitzfund ist, springe ich ein und steuere die Drohne manuell zu dem Punkt hin. Also es ist jetzt so, wir haben hier unsere Drohne mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Die stellt Temperaturunterschiede fest. Der Boden hatte jetzt heute zum Beispiel knappe 5 bis 10 Grad und ein Kitz hat so um die 20 bis 25 Grad. Also man sieht dann schon einen gewissen Unterschied zwischen Boden und Lebewesen und kann dann relativ schnell einen Punkt erkennen, den man dann entsprechend ansteuern muss. Zu diesem Projekt gekommen bin ich durch einen Zeitungsaufruf, durch den Hegering Sottrum. Ich war vorher schon Drohnenpilot, habe mich dann darauf beworben und durch einige Planungsabende sind wir jetzt hier mittlerweile schön am Mission fliegen und finden ja auch einige Kitze. Das ist angewandter Naturschutz. Wer das mal miterlebt hat, wenn ein Kitz angemäht worden ist oder ich wurde schon von einem Landwirt angerufen, der sagte zu mir, oh Mann, ich habe jetzt ein Kitz angemäht und das lebt noch. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich sage, mach einen Rückwärtsgang rein, fahr rüber. Das ist nicht mehr zu retten. Und das wollen wir unbedingt vermeiden. Was das wir haben jetzt schon Ausschau gehalten, um uns vielleicht noch leistungsstärkeres Equipment zu holen. Denn die Bevölkerung, die das hier mitbegleitet, die Landwirte, Lohnunternehmer, gerade Lohnunternehmer, während hier in Waffen sind, die sind alle bereit, jetzt auch was zu spenden. Das heißt also, wir haben nicht nur diese eine Kamera von den Stadtwerken, sondern wir werden uns diese Drohne nochmal wieder aufrüsten mit noch modernerer Technik, wo wir eben halt mehr schaffen. Denn wir mussten schon einige Landwirte absagen. Wir können eben halt immer nur 5 Uhr morgens starten und dann ist es 8, 9 Uhr, erwärmt sich das so weit, was wir dann eben halt diese Kitze nicht mehr von Maulwurfhaufen unterscheiden können. Der Boden wird dann eben halt durch die Sonne so ein bisschen angehitzt und dann kann man das nicht mehr sehen. Dann ist es leider vorbei. Das heißt also, wir sind an Stunden gebunden und da müssen wir sehr effektiv sein in dieser Zeit. Ja, also das heißt, wir haben hier einen Drohnenpilot, der vorher diese Flächen, die werden vorher abgefahren, Tag vorher, mit Absprache mit den Landwirten und dann werden die eingegeben, dann werden die auf die Drohne übermittelt und dann, wenn wir dann morgens hier anfangen, denn ja, so wie die Drohne loslegt, dann fliegt die diese Wiese ab, die gemäht werden soll, nach ihrem Schema, der eingegeben worden ist. Und dann kommen ungefähr 3-4 Personen, die begleiten die Drohne praktisch, die haben Walkie-Talkies dabei. Und wir haben 2 Bildschirme, manchmal sogar 3. Und worauf denn diese Wärmebildkamera zu sehen ist. Und wenn wir da einen Punkt entdecken, dann halten wir sofort an, brechen den Drohnenflug ab. Die Drohne geht runter. Den Augenblick wird über Funk Bescheid gesagt, da ist was. Und der am dichtesten dran ist, der nähert sich dann dem Objekt. Und wenn es dann ein Rehkitz ist, ja, dann geht das weiter. Wir haben so Wäschekörbe, die wir da dann rüberstülpen. Und die werden dann auch gesichert und werden auch abgedeckt mit Gras. Und markiert und dann wird der Landwirt, der sieht das dann sofort, wird auch von uns benachrichtigt, was da was ist. Die mähen dann praktisch großzügig rum und wenn dann die Wiese gemäht ist, dann kommt jemand von uns und entfernt den Korb wieder. Und dann kann das Kitz sich wieder zu der Mutter gesellen oder die Mutter zu den Kitz. Das funktioniert. Ich habe das Material besorgt, den Wäschekorb und eben so ein bisschen Sicherungsmaterial. Wir befestigen die mit Hering, die Körbe, wenn wir die Kitze sichern und das ist meine Aufgabe. Ich laufe dann über die Wiese,
gucke schon mal, ob ich sowas finde. Und wenn der Kopter in Sinkflug geht, laufe ich hin und sammle die Kitze mit viel Gras ein und bringe die entweder in den Seitenraum oder sicher die an der Fläche, wenn Landwirte bereit sind, drumherum zu mähen. Und das ist meine Aufgabe. Das ist recht unterschiedlich. Beim Kitzen hängt das vom Alter ab, wie klein sie noch sind. Wenn sie ganz lütsch sind, dann hat man das, oder habe ich so das Gefühl, die wissen noch gar nicht, was ihnen passiert. Das ist so, ja, das sind so, richtig so ein bisschen Erstaunen eigentlich. Die, so je älter sie werden, desto mehr Aufmerksamkeit haben sie schon und registrieren das eher und nehmen, flüchten dann auch eigentlich eher mal. Das ist noch keine Garantie davor, sie zu schützen vor der Maat. Das ist immer so ein bisschen schwierige Situation. Und die Ricken ist ganz unterschiedlich. Die springen meistens schon ab, wenn wir uns dem Feld nähern oder der Wiese nähern. Das sind ja in der Regel Wiesen. Wenn die Autos kommen und dann ist da Bewegung, dann springt die Ricke ab. Und manchmal wissen wir dann schon, hier könnte was sein. Und manchmal bleiben sie ganz unmittelbarer Nähe und beobachten uns. Manchmal sind sie aber auch sowas für uns spurlos verschwunden, was aber nichts heißt. Sie, denke ich, beobachten uns die ganze Zeit, irgendwie nehmen wir ganz genau im Blick. Und dann hängt es davon ab, wie schnell wir weg sind. Und manchmal tauchen sie dann unmittelbar oder ziemlich zeitig auf und suchen die Nähe des Kitzes und versuchen rauszubekommen, was dann da jetzt passiert ist. Und manchmal dauert das stundenlang, also wirklich ganz, ganz viele Stunden, selbst wenn die, ja, das ist nicht kalkulierbar. Das ist total unterschiedlich, wie bei Menschen wahrscheinlich auch bei anderen Tieren. Ja, das ist eine schöne Sache, dass wir eben, ich sag mal, die Jägerschaft, die Landwirtschaft, wir als Dienstleister und auch ja ganz viele aus der Bevölkerung, die jetzt hier freiwillig morgens über den Acker laufen, dass die eben sich bereit erklären, dieses alles zu tun. Und wenn man miteinander spricht, kann man ja auch die Landwirtschaft, die Jägerschaft und alles andere auch mal in ein gutes Licht stellen. Naja, also unsere Mitarbeiter, denen das schon passiert ist, und das ist jedem sicherlich schon passiert, der Gras mäht, das ist nicht schön. Also für die ist es nicht schön mit dem Kitz, das belastet schon, ja. Naja, eins ist ja mal, erstmal geht es um die Kitzrettung, vordergründig. Dann ist es auch für keinen Mähwerksfahrer jetzt ein Highlight, wenn er da ein Kitz ummäht, weil er sieht es ja auch nicht. Und dann ist ja auch noch der Punkt, dass eben auch kein Kadaver in die Silage kommen darf, aufgrund der Tatsache, dass wir da eben den Botulismus mit erzeugen können, der die Kühe krank macht. Ja, der Hegering ist heute wieder unterwegs und versucht, Kitze zu retten. Und ich schaue mir das mal an. Wir sind Sponsor hier, haben das maßgeblich mit unterstützt und halten das für eine sehr sinnvolle Sache. Ja, also ich habe von Anfang an das Projekt mitverfolgt und welche Arbeit dahinter steckt. Herr Losser musste erstmal auch eine ganze Menge Leute mobilisieren, die Technik auswählen. Und Sie sehen ja, hier sind 7, 8, 9 Leute am Start. Wir haben Techniker, Piloten, sag ich mal, Co-Piloten und dann auch noch ein Rettungsteam im Feld. Mit Walkie-Talkies sind die alle ausgerüstet. Also ein enormer Aufwand. Ja, die Stadtwerke unterstützen viele Maßnahmen, Umweltschutz und Naturschutzmaßnahmen, und da gehört das hier mit rein. Und wir waren gleich begeistert davon, auch unser Aufsichtsrat, sodass wir das hier guten Wissens unterstützen.